3, 2, 1. Hallo. Hallo. Jetzt war ich zu früh. Ist egal. Oh. Ja. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, wir sind hier jetzt, hier Gartenkommando und so. Lassen wir das jetzt schon so oder machen wir das nochmal? Ach, das bleibt so. Okay, dann bleibt das so. Das wird dann das Outtake. Also, wir spielen Gartenkommando und da Archie und ich uns das letzte Mal auch verrückt, nicht ganz so verrückt angestellt haben, haben wir uns Hilfe geholt. Ja, huhu. Und zwar darf heute ein Koala mit uns spielen. Ja, Koali, ja. Koali. Nicht zu verwechseln mit Koala bei Plants vs. Zombies, ne? Ja. Ach so, Entschuldigung. Ja, nicht, dass sie, also, dass sie denken, ich wäre Fame oder der Koala nachher irgendwie böse Briefe kriegt, weil er so schlecht spielt oder so. Ach so, nein, das ist natürlich der Koali, der genauso Noob ist wie wir beide, glaube ich. Ne? So. Oder bin ich jetzt gemein? Nee. Passt schon, oder? Gut schon. Nö. Bin mit Herz und Seele Noob. Ja, aber du kannst ja schon mal aufbereiten. Ja, ich wollte gerade sagen, ich nehme jetzt auch mal an, damit wir hier auch mal loslegen können. So. Ja, wir spielen in der Schnapperstadt, ne? Jo. Ich habe auch hier dieses Zeugs noch nie gemacht, von daher. Ach, noch gar nicht. Weißt du überhaupt, worum es geht? Ich spiele ja immer alleine, von daher. Macht das alleine Sinn? Ja, man kann das auch alleine spielen. Du kannst es ist aber Käse alleine. Das nee, du kannst es aber auch offen lassen für andere Leute, die du gar nicht kennst. Und dann kannst du es alleine spielen mit drei Leuten, die du gar nicht kennst. Das ist ja auch blöd. Ja. Dann muss man ja mit Fremden spielen. So mit Leuten, die man über YouTube angeschrieben hat, ne? Nein. So, ich soll einen Schnapper spielen, habt ihr gesagt, ja? Ja, und ich bin Sonnenblume. Was nehmen wir denn da? Ich nehme meine Gift-Erbsen. Nehmen wir einen Power-Schnapper. Mach jetzt eine ganz normale Sonnenblume. Jetzt müssen wir uns nur für einen Garten entscheiden. So. Könnt ihr euch schon bewegen oder kann ich mich nicht bewegen? Ich muss erstmal hier alles einstellen. So. Jetzt du. Hallo. So. Wenn wir nur schauen, gibt es hier irgendeinen Bonusgarten? Nee, ne? Nö. Der blinkt dann bonusmäßig. Also der erste Folge macht schon mal keinen Sinn, die ist zu schnell. Nö. Ich wollte mir bloß kurz den Überblick verschaffen, wo wir hingehen. Ja, Garten an. Ich folge der Sonnenblume. Ja, folge mir mal. Ich habe auch keinen Plan. Hallo. Wir müssen uns jetzt für einen Garten entscheiden und den müssen wir dann gegen mehrere Wellenzombies verteidigen. Nicht gleich pflanzen. Wir gucken uns das erstmal so ein bisschen an. Was meinst du, Arti? Wie sehen die anderen aus? Da müssen wir gucken. Wir haben hier drei Eingänge. Ja. Ist ein bisschen. Mal gucken. Vielleicht haben wir einen Garten mit nur zwei Eingängen. Wäre ein bisschen einfacher. Ja, der da hinten liegt sehr offen, habe ich den Eindruck. Ich hätte mir nochmal Pflanzenpacks kaufen müssen, ne? Damit wir schon ordentlich was pflanzen können. Deswegen spare ich ja die ganze Zeit. Okay. Das ist ziemlich offen hier, ne? Der ist mir auch, also fand ich den anderen besser irgendwie. Aber du hättest ja vom Prinzip her nur zwei Richtungen von wo sie kommen können, oder? Sehe ich das falsch? Ja, da hast du natürlich recht. Ne? So. Hätten die hinten noch so ein bisschen Rückzugsort? Ja, hinten, stimmt, die können von hinten, da hinten rechts können sie noch kommen, ja. Da hinten rechts? Genau. Und dann halt vorne. Na, einen Garten haben wir ja noch. Ja, dann gucken wir uns vielleicht ist der letzte der allumfassend tolle. Und du haust schon mal deine Munition auf den Kopf. Na, aber. Schon mal warm schießen. Okay. Ah, ja. Ich glaube, den habe ich mal in einem Beispielvideo gesehen hier. Ah, der ist ganz cool, weil man da halt hier hoch kann und so, ne? Da hat man auch nochmal Übersicht. Ja, und die ganze Rückseite müsste zu sein, ne? Ja, bis auf hier links. Also den finde ich auch nicht schlecht. Ja. Okay, den finde ich auch nicht schlecht hier. Der macht lieber Tische kaputt hier. Genau, ich bin zu fett für den Tisch. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Ich wäre für den Garten, weil wir halt hier dann noch so ein bisschen Höhe haben. Können wir so nur nach oben flüchten. Für den hier jetzt? Mhm. Also ich glaube, dann sind wir uns alle einig, oder? Ich finde den nämlich auch gut. Jo. So, dann? Gary hat auch ja gesagt. Gut. Gary hat auch ja gesagt. Ja, wir spielen zu viert, ne? Ja. Schnecke Gary ist immer dabei. So. Und jetzt hier mal
Pflanzen, Pflanzen, Eise. Pflanzen. Was ist da? Hinten sind auch. Ich habe leider keine Drachenmäulchen mehr, die wären natürlich cool, ne? Ich habe auch tatsächlich nicht wirklich viel. Ein paar Schleimpilze hier zum Einschleimen. War hier noch irgendwo noch was? Ah, Hauptsache Eis. Ah, hier sind noch. Hat noch jemand was für Fernkampf für hier oben? Ja. Ich habe die Drachendinger, die ich habe, die haben nicht so eine weite Reichweite, glaube ich. Mal so einen Angsthasenpilz da reinhauen. Ja, das wäre doch perfekt. So, jetzt kommt gleich die erste Welle. Da kommen sie schon. Ja, da kommen sie. Ich komme mal hoch zu dir. Na, da sind sie. Kommt her. Hier ein bisschen Kraut hin. Da schießt schon was zurück. Frechheit. Boah, da gibt's schon die ersten Zombie-Bosse quasi. Aha, da hinten ist einer durchgebrochen. Bleib hier. Schnapp ihn dir. Hab ihn. Nee, du lässt den nicht verfolgen. Nein, der ist nämlich jetzt gerade der Garten. Oh, der perfekte Gartenweg. Nein. Der war ein bisschen zu schnell. Wie konnte uns das nur passieren? Ja. Wir wollen es den Zombies ja nicht so einfach machen. Ja, auch wieder wahr, natürlich. Mitleid mit den Zombies. Ah! Explodierende Wichte. Aha, die hauen jetzt schon aber gut rein. Es scheint mir jetzt irgendwie mächtiger, als dass wir zu zweit gespielt haben. Meinst du? Naja. Wie kommen die da oben aufs Dach? Ich hätte den eben ja auch mal echt... Oh, die haben den Pilz kaputt gemacht. Warum? Naja. Njam, 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 njam. Wer hat den Pilz kaputt gemacht? Oben auf dem Dach, da hat einer einen Pilz kaputt gemacht. Fürchterlich. Ja, meine ganzen Pilze sind alle kaputt. Alle direkt mal neu pflanzen hier. Was ist denn das hier? Was haben wir denn hier auf? Nächste Welle. Achso, geht schon los. Gleich, jetzt. Jetzt geht's los. Da hinten kommen sie schon. Von da hinten. Wir schaffen's. Ah, diesmal vernichten wir sie von Anfang an. Oh, der Elektroschnapper ist gar nicht schlecht gegen so Massen von Zombies. Das kann ich mir vorstellen, ja. Hier geblieben. Der versucht schon wieder einer hinten rum. Zu weg langsam. Ah ja, wart ihr, sehr gut. Da kommt schon der nächste. Durchbrechen ist ganz schlecht. Warum machen die sowas? Ich glaube, ich leg hier mal so ein Kraut hin, dass die das nächste Mal reinhauen hier. Oh, ganz viele Zombies von hinten. Ich komme. Aua, aua! Die haben schon wieder alles gefressen. Ganz viele Soldaten. Uah. Aber wenigstens im Gegensatz zu richtigen Spielern springen die einem nicht weg, wenn man die von unten angegraben kommt hier. Ja, die kann man schon für so dumm behandeln, wie sie auch sind, ne? So. Doofe KI, ne? Richtig. So. Gegner. Warte, oh. Komm her, du Sack. Den hole ich mir. Wo soll er hin? Der ist tot. Da ist noch einer, direkt am Garten. Eingeschleimt. Tot. Sehr schön, die nächste Welle haben wir abgeschlossen. So, ich bräuchte mal Heilung. Ja, ich bin hier hinten. Augenblick, ich muss mal eben kurz noch die Pflanzen neu pflanzen. Ich und dann komme zu dir. Ah, danke. So. Was? Ein Schatz, Yeti. Das haben wir das letzte Mal nicht geschafft, wa? Was? Läuft. Finde die Yeti. Super. Ja, Oh, dann können wir jetzt mal suchen gehen, ja. Ich sehe ihn, aber... Wo denn? Ich folge dir. Ich bin zwar langsam, aber ich folge dir. Ach, da hinten. Wieso wird er denn angezeigt, wenn man ihn finden muss? Das ist doch blödsinnig. Oh, der Bisch. Hatten wir das überhaupt letztes Mal? Das sind doch auch so Zufallsereignisse, oder? Kann man den, aber kann man den fressen? Oh mein Gott. Wir hatten ihn auf jeden Fall schon mal. Okay. Fressen kann man ihn also nicht. Aber er schmeißt Münzen raus, gell? Ja. Einschleimen kann man ihn auch nur so bedient. Eliminiere den Yeti. Oh shit, ich bin tot. Hilft mir jemand? Gleich. Wo bist denn du? Ich bin
Hier hinten. Nämlich um gleich tot. Oh. Ah, ich bin vereist. Wally, du bist unsere letzte Hoffnung. Ja, oh. Das ist Sprachs und da war er tot. Okay, warte, bleib liegen, Arti. Ja. Das sind noch hin. Zack, ja. So, und jetzt rennen wir mal schnell. Wo ist der Koala? Der Koali, Entschuldigung. Hier, und ich bin schon wieder tot. Schlecht. Oh, Hilfe. Wegen des blöden Zombie. Ach, ist man dann ganz raus? Nee, ein Respawn nach Abschluss der Welle. Ja, okay. Irgendjemand muss sich. Ich erbarme mich jetzt wieder, warte mal. Nee, warte, ich hab. Du hast schon. Ah, ich bin jetzt hier bei Arti. Aber ich kann dich nicht wiederbeleben. Wie, du kannst mich nicht wiederbelegen? Ja, sie ist schon raus. Ja, Zeit jetzt, abgelaufen. Jetzt bin ich raus, ja. Ich war aber, als du es versucht hast, war ich noch nicht raus. Komm, das schaffst du! Ja, fragt sich. Klar. Musst du jetzt Welle 3 komplett alleine machen? Scheint ja. So. Oh. Ja, die Hälfte noch. Das kriegst du doch hin. Ja. Können wir die nicht irgendwie so eine Übersicht kriegen, sodass wir dir sagen können, wo Gegner kommen? Nee. Ja, da ist so. Ah, doch, warte mal, mit dem Pfeilen? Nee, ich kann nur bei Arti bleiben. Ja. Okay, go, Arti, go. Go, Arti, go. Wenn du einen freien Topf findest, dann mach dir da eine Heilblume rein. Ja. Jetzt kommen die Besserwisser aus dem Off, ne? Ja, da vorne, die beiden sind beide zu, leider. Vorne vielleicht. Vor dem Häuschen. Sag mal was. Ja, aber na, leider nicht. Und ich habe keine Heilblume. Nein! Au. Das ist komisch. Aber Drachenmäulchen. Irgendwie keine Gegner, oder? Doch. Ach, da hinten. Ah. Huch. Oh, ich bin wieder da. Oh, wir sind wieder da. Sehr schön. Welle abgeschlossen. Schnell Heilung. Respekt hier. Wo bist du denn? Komm her. Lass dich heilen. So, ja. Aber hinten wieder ein bisschen Kraut hinlegen. Also nächste Mal nicht mehr den Yeti jagen, das war glaube ich ein Fehler. Das war witzig. Ja, witzig auf jeden Fall, aber wir haben es nicht überlebt. Ja, man überlebt auch andere Sachen nicht. Davon kann man das auch nicht abhängig machen. Stirb! Was sind hier nicht gerade? Wieso hüpfen die hier alle? Was, ein Tarnranger? Wie gemein. Und noch einer. Aua. Oh, wo bist du denn? So, mittendrin stand nur dabei. Hallo. Ja, das ist mal, wenn man jemanden gefressen hat, dann ist der Schnapper halt verwundbar, ne? Ey, die sind am Garten. Achtung, Ingenieure! Drei Ingenieure! Zwei Ingenieure! Och, wer hat mich denn da jetzt? Viele Ingenieure. Oh, du bist abgeschossen. Verdammt, wo bist du denn? Jep. Ich bin auch gleich tot. Oh shit, ich bin tot. Ihr könnt mich doch nicht immer alleine lassen. Ich habe keine Heilblumen. Wir haben Selbstwiederbelebung. Zack. Scheiße. Schau mal, dass du mich wiederbelebt bekommst. Ich bin in der Nähe. Ja, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Da ist er. Okay, und dann gleich gemeinschaftlich weiter zu Arti. Ja, zack. So, oh, der ist weg. Zwei eine haut noch. Ja. Irgendjemand haut uns hier aber die ganze Zeit irgendwie Elektro rein. Wer ist denn das? Die haben da hinten auch einen Teleporter. Ah, fuck. Vielleicht mal wegmachen. Stirb, so. So ein Teleporter weg, hab ich. Gut. Hast du einen Teleporter weg? Meine Güte, ey. Oh, fuck. Danke. So, ich pflanze jetzt mal eine Heilblume rein für alle der Fälle. Da habe ich nämlich 92 von. Noch eine, ne? Wie viel hast du? 92 Heilblumen. Wozu? Wann braucht man denn sonst mal eine Heilblume? Okay, das ist ein Argument, ja. Oh. Soll ich die andere auch noch eine reintun hier? Jetzt wird's witzig. Och nee. Hexe. Nee. Grabstein geht. Hier oben mache ich auch noch mal eine rein. Zack. Okay, es hätte schlimmer kommen können.
Noch nicht schlimm genug? Nee. Was gibt's denn Schlimmeres? Die Gondolas. Vielleicht bleiben wir mal ein bisschen mehr beisammen so als. Das ist halt schwer, wenn die von verschiedenen Seiten. Bleib mal bei der Sonnenblume und verteidige sie. Wow, da kommt schon der erste Hexer. Hilfe! Kann man den fressen? Oh, das weiß ich nicht, das musst du gucken. Nein, kann man nicht. Mhm. Obwohl, jetzt ist er wenigstens. Diskus-Duel gesichtet! Hinter dir! Ah! Eingraben! Scheiße! Oh, wo bist du? Oh shit, ich auch. Okay, also irgendwie ist heute nicht so ganz unser Tag, glaube ich. Komm, das muss doch passen hier vor der Zeit. Ja, danke dir. Oh, verdammt, ich bin gerade direkt wieder abgeschossen worden. Ja, ich habe ja noch genug selbst. Nein, du sollst sie nicht fressen. Das in der Hand. Ihr habt das in der Hand, ihr habt beide in der Hand, ich bin weg. Boah. Wie soll man denn das schaffen? Wir waren letztes Mal haben wir letztes Mal dabei. Oh shit. Ich bin raus. Ich kann mich nicht mehr wiederbeleben. Na mach doch! Wo wir noopen hier an deinen ab, ey. Okay, ich nehme noch einen. Das Klick. Ja, ich kann mich jetzt auch nicht mehr wiederbeleben. Nee, ich war auch weg. Verdammt. Aber wir können, warte mal, wir machen jetzt hier nochmal einen Neuversuch. Genau. So. Hast du fein gemacht. Gell. Wo seid ihr denn jetzt alle? Wo ist denn unser Garten? Irgendwo weit weg. Okay. Okay, das war ein bisschen krass gerade. So. Ah, wir schaffen das. Ganz schön verrückt. In der Tat. So. So, wenn wir noch eine Heilpflanze irgendwo wieder hin. Hier oben würde ich eine Heilpflanze hinmachen. Können wir ausreißen. Hier von links kommen sie. Büchsen. Oh, scheiße. Der Elektriker hat mich. Boah, der ist aber auch übelst, der Typ. Och, nee, das ist doch nicht wahr. Oh, Hilfe. Scheiße. Wo ist der jetzt schon wieder hier? Okay. Nö. Okay, warte, ich hab noch Wiederbelebung. Nee, ich nicht. Usa. Arti ist wieder da. Okay, oh shit. Du oben bist auf weg. Dem Dach war auch mal eine Heilpflanze. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie euch. Hilft. Was ist denn das hier? Ey, ich kann mich nicht mehr wiederbeleben. Okay, vielleicht sollten wir echt nochmal bei Null anfangen. So. Oh. Wenn der so wirbelt, kann man den eh nicht verletzen. Dann würde ich einfach abhauen. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Danke. So, nochmal. Zwei Versuche haben wir noch. Pro Person ja. Aber, oder? Oder wie war das? Insgesamt, oder? Liebe also, für alle. Aha. Hier mal so ein Ding rein. Ich habe Liebe für alle freigeschaltet. Liebe für alle? Mhm. Ich meine, ist schön, aber... Oh, hab ich schon gesehen. Wo soll er jetzt hin? Wo ist die? Oh, nee, das ist doch nicht wahr. Wo ist er hin? Ich komme. Hinter dir. Ah. Diskus du. Okay. Renn nicht so weit weg, dann kann ich dich nicht heilen. Ja, ich versuche gerade zu entkommen vor dem Typen. Ich versuche hinter dir her zu rennen. Bleib stehen. So, Hilfe! Nein! Okay, wir kommen. Boah, dann haben die noch diese scheiß Elektriker hier, ne? Warte. Hab dich. Nein! Hab ich dich noch gekriegt? Ja. Boah.
Geh doch mal weg jetzt hier. Ist die Heilpflanze noch da? Oben. Nee. Hallo Leute. komm mal wieder hoch aufs Dach. Ich mach hier eine Heilpflanze. Nein, du sollst hier nicht fressen. Komm hoch aufs Dach. Ist da ein freier Topf? Nee, aber ich kann doch selber welche machen als Sonnenblume. Oh, der Typ ist da. Und die sind ja gleich wieder da. Ach du Schande. Wie anstrengend. Kann ich den fressen? Scheinbar. Ja, nicht wirklich, ne? Komm hier. Hilfe. Mann, wie viel hält denn der aus? Oh, jetzt ist der Typ auch schon wieder hier. Oh, fuck. Dude. Oh. Wo bist du denn? Ich lieg da. Ja. Ich versuche es. Oh nein. Boah, nein, nicht der. Verdammt. Oh nein, nein, nein. Ich bin eine Sekunde, bin ich weg. Okay, jetzt müsst ihr so eine Heilung schaffen. Aber ihr habt es ja fast, du? Das sind ja nur Wo die zwei großen. Ihr kriegt das schon hin, ich sehe das genau. Der erste ist eher so fast weg. Drauf, Leute. Der erste ist weg. Sehr schön. So, wo ist denn die Lumi? Die ist schon tot. Ja, aber wo? Ach so, ganz tot. Ganz tot. Geh weg. Nicht in Ruhe. Friss den doch mal. Oh. Komm, du komischer Vampir zum Jom, ist was für dich. Komm, 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 komm. Jawoll. Aua, 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 aua. Oh, der Hexer ist schon echt übel. Boah, jetzt ist hier so Scheiße. Ein blöder Grabstein aufgetaucht. Ich bin oben auf dem Dach tot, aber da kommt er schon. Sehr schön, danke. Der Kofferbus, der Typ bleibt jetzt weg. Oh. Er macht das super. Oh, die knabbern mal hier unseren Garten an, ne? Ja, und das nicht so knapp. Durch den ollen scheiß Grabstein. Go, go, go. Das Problem ist bloß, da kommt nochmal so ein Typ. Ey, was war das denn jetzt? Nochmal so ein Disco-Heini. Noch ein Disco-Heini? Ja. Ja. Ist ja nicht so, als ob wir einen schon nicht weggekriegt hätten. Pflanzt doch eine Heilpflanze oder ist dann irgendwo was frei? Es ist leider nirgendwo was frei. Wo bist denn du? Da. So, erstmal eingeschleimt. Wow. Jetzt ja auch schnell aus dem Schleim. Hilfe. Ja, es ist wegen dieser komischen Kugel, die der da einmal hat. Ne? Okay, hat aufgehört. Eingeschleimt. Kannst du den fressen? Nee, habe ich eben schon ein paar Mal versucht. Hm. Aber vielleicht zieht ihm das Leben ab. Mal gucken. Ah, ja, auch nicht wirklich. Ist der Typ auch schon wieder hier? Na, jetzt hat er mich. Wo bist du? Oh, fast neben dir. Komme. Oh. Krieg ich hin. Ja. Kuchu. Sehr schön. Besitzer. Okay. Oh, scheiße. Ich bin so gut wie tot. So ein bisschen verpissen hier. Ein Schleim. Ach, daneben. Der zerbricht dann irgendwie. Das bringt's kaum, leider. Ja, aber zumindest ist er weg. Ja, okay, das stimmt. Erstmal wieder Luft, ne? Ja. Sich erst so um die Schergen kümmern. Da ist er wieder. Wo ist er? Oh, scheiße.
Oh. Oh, Adi. Nein. Aber es ist doch der letzte. Es ist nur noch der. Ihr schafft das. Ganz bestimmt. Guck mal, ihr seid zu zweit und der ist nur noch alleine. Und ich bin im Geiste mit euch. Yay. Ach nee, nicht schon wieder so viel. Ah gut, sehr gut, sehr gut. Super platziert. Nein. Und? Ach doch. Ach, die Dings, nicht echt Mensch-Zombies, die werden von den Bomben angezogen, ne? Ja. By the way. Ja. Aber leider nicht der Typ. Wie viel hält der denn aus? Das kann's doch nicht sein. Komm, regeneriere dich, du blöder Schnapper. Ey, der lebt doch jetzt bestimmt schon 3 Stunden. Gefühlt auf jeden Fall. Das kann doch nicht sein. Ja, ich habe ihn extra mal eingeschleimt hier. Jetzt. Ich hätte vielleicht den Kochkäse nehmen müssen hier. Das ist ja wieder weg hier. Ey, der verschwindet immer, wenn die blöden Bomben auftauchen. Ne? Ich glaube es auch bald. Ey, das kann's doch nicht sein, oder? Oh, Fehler. Ja, jetzt stehst du doch direkt neben dem und ich kann dich nicht... Ah, gut, der ist weg. Komm, 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 komm. Ja! Die Welle ist fast fertig hier. Jetzt will ich hin. Nein, oh nein, ich bin gerade eingegraben. Nein, Leute, nein, nein, nein. Nein, geh weg. Nein! Nein. Ein Teamversuch. Oh mein Gott. Oh, ich fass es nicht. Es war so knapp. So, so Wir knapp. Brauchen mehr Heilblumen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hab leider nur keinen Fernkampfkram mehr. Da habe ich so viel gespart extra. Ah ne, die Laserbohne, die können wir noch nehmen, natürlich. Laserbeam ist immer gut. Mhm. Da hinten ist er schon wieder, der Sack. Komm, einfach mal zusammenbleiben jetzt hier, nicht so ein Wissenschaftler. So, den Ingenieur. Oh. Kümmere ich mich drum. Ich kümmere mich um Archie, wo auch immer er gerade liegen mag. Oh, da kommt schon wieder der Hexer. Da ist noch ein Ingenieur. Da. Scheiße. Ja! Dämlicher Idiot. Gut, dass es kein Spielercharakter ist. Lass den Pak Choi in Ruhe. Scheiße, der Stu ist im Garten. Wir sind schon an ihm dran. Jetzt ja, der ist down. Sehr Zack. Gut. Oh, jetzt gibt's den Grabstein noch, ne? Puh, es ist nicht ohne. Es macht aber auch mega Bock. Ja, ja. Das ist halt nur nicht ganz so simpel. Ich bin tot. Ja, ich komme. Ah, da ist... Nein! Oh. Sorry. 10 Sekunden noch. Ja, tanz ruhig vor mir rum, ist mir egal. Oder auch nicht. Oh, Fuck, Fuck, Lauf weg. Fuck, ich bin weggelaufen. Arti! Rette uns! Ja, fang mit mir ja, an. Ja, genau, erst die Sonnenblume, erst die Sonnenblume. Nein, nein, erst der Koali, erst der Koali. Der Koali ist schneller weg. Oh, 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 oh. Oh Gott. Boah, wir sind so schlecht. Aber ich fürchte, wir müssen für die Folge dann, glaube ich, jetzt erstmal pausieren und dann in der nächsten weitermachen. Ja, wir spielen ja schon eine halbe Stunde. Warum? Ist das hart?
Ja, wir haben nur 4 von, also komm mal, das kriegen wir besser hin, da bin ich überzeugt von. Also. Tja, ja, dann würde ich einfach sagen, wir probieren das Ganze einfach gleich nochmal und das seht ihr dann in der nächsten Folge, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Cliffhanger. Jo. Genau, werden wir es schaffen. Wir werden es schaffen, das ist keine Frage. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Now,